Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Enigmatis, Mists of Ravenwood. Und ich merke gerade, ich muss mein Mikrofon ein kleines bisschen anders stellen. So, wesentlich besser. In der letzten Folge haben wir, oder sind wir hier gelandet, würde ich mal so behaupten. Wir haben die Alte hier beim, ich weiß gar nicht, was die da macht. Rührt die da einen Teich an oder fischt die oder scheucht die Fische weg oder keine Ahnung. Wir haben ja auch schon mit der gesprochen. Genau, wir haben schon mit der besprochen, was wir machen wollen. Ich habe keine Ahnung. Das Auto ist uns hier runtergerutscht. Da brauchen wir ja irgendwie ein Seil, ne? Und dann haben wir hier hinten diesen Kreis gesehen. Und wir gehen mal zu dem Baum. Wir gucken uns mal an, was es hier gibt. Hier ist noch so ein himmlischer Schmetterling. Und da in den Bäumen sehe ich wieder was. Hier verändert sich gleich wieder was. Genau. Gefundene Illusionen. Zehn Stück muss ich noch finden. Hier ist doch auch eine, ne? Da ist auch noch ein Schmetterling. Was man hier nicht alles findet. Also ich habe bestimmt irgendwo auch 500.000 Illusionen verpasst. Wir gucken mal groß. Wir gucken mal eben so. Großgröße am größten. Der Küstenmammutbaum, so, ne? Ist der größte Baum der Erde und steht dem riesigen Sequoia in Holzvolumen nach nichts nach. Der Dreizack-Titan im Vergleich zu anderen riesigen Bäumen. Das ist hier der Dreizack-Titan, ne? Ja. Okay, super, wunderbar. Ui. Die Wurzeln bewegen sich. Habe ich was im Inventar? Ein Leuchtstab. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie auseinanderschnibbeln kann. Achso, das sind wieder die Wurzeln. Und was ist hier oben? Ach, guck mal. Ein Baummensch und ein Schmetterling. Oh Gott, ey. Etwas über die Hälfte erst gefunden. Oh Mann, da muss ich aber nochmal überall genau nachgucken. Können wir hier durchgucken? Oh, Tatsache. Da ist ein A. Da ist auch irgendwas. Da ist ein A, da ist was. Hier vorne ist nichts, da ist ein Loch. Da ist auch noch was. Und hier ist auch noch was. Muss ich mir die jetzt merken? Ich merke mir die mal. Ich versuche mir die mal zu merken. Das B. Ein geschlossenes Y. Ein A unten. Was ist das denn? Das kann ich nicht so ganz entziffern. Kann ich da ranzoomen? Nee. Aber mehr gab es nicht, ne? Was ist, wenn ich da nochmal draufklicke? Was ist denn, wenn ich da drum schiebe? Ach, da hinten ist auch noch was. Die grüne Neune. Ich kann die Symbole aber alle nicht nehmen irgendwie, ne? Ein durchgestrichener Kreis, ein X nach, mit dem Pfeil nach rechts, so ein Männchen und ein Q. Und hier ganz vorne ist hier auch noch was. Tatsache. Noch ein Männchen, noch was. Uiuiui. Weiter geht es nicht? Doch, eine Sanduhr. Sanduhr. Zwei Dreiecke sich gegenüberliegend. Okay, aber was... da muss ich mir nachher bestimmt merken. Ich sehe das schon. Da muss ich mir nachher bestimmt merken.
in welcher Reihenfolge ich da machen muss. Vorne liegend, mittler und hinten liegend. Wir schauen mal weiter. Upsala. Fortfahren natürlich. Komme ich hier auch wieder raus? Ach nee, warte mal. Jetzt Moment mal. Muss ich die hier eventuell... Warte mal, die Dreiecke. Das und das vielleicht. Was haben wir denn noch hier? Und geschlossen Y und dann Mannequin. Ich gehe mal eben einen nach hinten. Ich muss doch bestimmt die gleichen Dinger finden, ne? A. Viereck. Das A. Hier, das bestimmt, ne? Das. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Eine Karte. Die Karte zeigt eine spezifische Felsformation an, die dem Aussehen, was die dem die vom Aussichtspunkt zu sehen ist. Okay, die Felsformation. Gut. Was muss ich damit machen? Eine Brille habe ich hier, ein Okular. Eine Linse. Kann ich die denn hier vielleicht noch irgendwie einsetzen? Nee. Kann ich die... Hier muss ich bestimmt eine Kerze einsetzen. Eine interessante Idee, aber funktioniert nicht. Gut, wir gehen nochmal zurück. Ich gehe mal kurz zum Baum. Aha. Also, möglicherweise halluziniere ich, aber die Baumrinde sieht wie ein schreiendes Gesicht aus. Eine herzförmige Aussparung. This sap looks eerily like blood. Aha, das ist wohl wahr. Und damit... Mammutbaumharz ist in der Regel rötlich, doch dieser Farbton ist viel tiefer. Das sieht aus wie Blut. Haha. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir können doch jetzt hier bestimmt die Wurzeln mit auftrennen, ne? Interessante Idee. Aber geht nicht. Geht auch nicht. Leuchtstab. Wir brauchen ja irgendwie auch noch ein Seil, ne? Hier ist nichts mehr. Da sind wir beim Baum gewesen. Mit der haben wir auch schon gequatscht. Da braucht man ein Seil für. Wir gehen mal zum Anwesen. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Ah, hier ist ein Wimmelbild. Oh, was brauchen wir? Das brauchen wir. Dann brauchen wir das hier. Das hier. Was denn? Das hier. Das hier. Das brauchen wir. Dann brauchen wir... Das und das. Ich möchte die Nessel mit bloßen Händen nicht anfassen. Tu die mal weg da. Die kann ich noch nicht nehmen. Was mit dir? Finde die Teile. Wo sind die anderen denn? Hier liegt noch eins. Und krabbel mal eben weg, bitte. Und da brauche ich noch eins von. Da. Eine Knarre. Eine Greifzange. Okay, den Schmetterling nehmen wir auch noch mit. Der Wolfzahn fehlt. Kann ich da den Leuchtstab einsetzen? Nee, kann ich den da einsetzen? Auch nicht. Zur Landstraße, 19 Kilometer.
Hier ist ja auch wieder so ein Teil drin, ne? Ja, genau. Ist da eine Reliefmarke drin versteckt? Das müssen wir uns mal angucken. Hier ist da auch noch so ein... Ach, guck mal. Hier ist unser nächstes Teil. Hier, da werde ich meine Hände nicht einfach reinstecken, aber dann lass doch mal die Kneifzange nehmen. Ach, das geht auch nicht. Ach, dann nimm doch die Kneifzange. Warum kannst du die Kneifzange denn nicht nehmen? Du Dödel. Guck mal, kann ich den hier auch noch... Verwandel dich mal gerade. Dann haben wir nämlich hier auch noch mal etwas. Dann war ein Draht. Marsh again. It appears that crypt is connected to the tunnels below. This might be the way through the tunnels Hamilton mentioned. So, so. Also ist der durch die Tunnel gekommen. Da komme ich nicht ran, ne? Das Tor rührt sich nicht und es ist zu hoch, um es zu erklimmen. Also wir haben einen Lederriemen. Lass mich mal eben damit zurückgehen. Mal gucken, ob wir hier an dem Baum mit dem Lederriemen hier irgendwie die Dinger wegmachen können. Das ist nicht ganz richtig. Eine Greifzange geht auch nicht. Mit dem konnte ich die ja auch nicht wegschneiden, ne? Die Wurzeln bewegen sich. Kann ich mit dem Leuchtstab was machen? Auch nicht. Und wieso habe ich nur... Ich habe doch vorhin einen gesammelt. Lederriemen. Moment mal. Gucken, ob ich den hier ums Auto binden kann. Auch nicht richtig. Ich nehme mal eben einen Tipp. Wir müssen wieder hier rum zum Anwesen. Ein Lederriemen. Kann... Wieso? Ach so. Oh, Mann, Mann, Mann. Er sieht hungrig aus. Mhm. Hier kannst du mal auf dem Lederriemen rumkauen. Ich brauche etwas, um ihn herauszulocken. Eine Linse vielleicht? Nee. Dem fehlt noch der Zahn, ne? Ich nehme doch mal einen Tipp. Ja, genau. Zurück. Und dann gehen wir nochmal zurück. Das ist jetzt bei dem Holzhäuschen. Dort ist eine dünne Spalte. Was könnte denn durch die dünne Spalte irgendwie... Greifzange? Nee. Messerklinge? Auch nicht. Lederriemen? Jawohl. Kann ich den schon mal nehmen? Aber sonst auch nichts, ne? Das ist eine Drahtzange, aber ich komme nicht an sie heran. Dann nimm mal den Greifarm. Sehr schön. So, einen Bolzenschneider haben wir und eine Sicherung. Ich glaube, die Sicherung müssen wir hier einsetzen, ne? Perfekt. Machen wir den mal runter. Dann fährt er jetzt schon mal. Das Licht weist darauf hin, dass dies nicht funktioniert. Okay, was soll das heißen? Das Kabel steckt in einem Mechanismus fest. Ich könnte es nutzen, aber was? Aber ich muss zuerst den Rest abschneiden, der von der Klippe herabhängt. Der von der Klippe herabhängt, kann ich hier runtergehen? Nee, ne? Der von der Klippe herabhängt.
Warte mal, ich schneide das mal eben durch. Aha, okay. Alles klar. Mhm. Jetzt versuchen wir es nochmal. Perfekt, muss ich die zusammenbinden, wa? Hallo? Kann ich dich hier irgendwo... Kann ich dich nehmen? Kann ich dann... Wieso kann ich da keinen Knoten dran machen? Messerklinge, kann ich ja noch ein Stück kürzen? Nee. Kann ich dich denn rausziehen? Nee, kann ich auch nicht. Was ist das für ein Scheiß? Steckt in dem Mechanismus fest. Warte, ich dreh nochmal. Ja, das hängt immer noch so, genauso wie vorher. Nimm nochmal einen Tipp. Ja, Knaller, was soll ich denn machen? Ja, mehr als hin und her tüddeln kann ich das ja nicht. Könnte das dort das Kabel... Aha. Ey. Bist du doof? Oder was, Zockerröbe? Bist du doof? So, und jetzt können wir das Seil mitnehmen. Alles klar. Jetzt machen wir nämlich mal Folgendes. Wir gehen jetzt nochmal hier zur Brücke und binden das Seil mal ganz schnell an das Auto. Solange ich das Seil nicht so irgendwo festgebunden habe, hat dies keinen Zweck. Kann ich das denn festzurren? Kann ich das ja irgendwo an den Baum binden? Aha. Dann mal los. Oh, das Auto zieht sich selber raus. Wie geil. Was haben wir denn da drin? Kekse für den Kleinen. Es steckt fest, so kann ich es ihn nicht öffnen. Nehmen wir da mal das Messer. Und kriegen hier noch eine Spraydose. Schluss. Ah, da ist der Zahn. Na, perfekt. Jetzt haben wir so einiges, was wir hier gebrauchen können. Also erstmal den Zahn für den hier. Was hat er? Ah, nee, ne? Wir müssen die alle auf Blau bringen. Und dreh die obere Plattform um auf allen unteren Podesten perfekt überschneidende Symbole zu bilden. Sprich. Rot, lila, oh. Müssen das denn immer dieselben sein? Warte mal, grün und grün. Grün, dann können wir hier rot nehmen. Perfekt. Juhu, wir haben wieder etwas für unseren Kollegen. Und wir können mal gerade dem Kleinen hier was zu futtern geben. Kann ich den Leuchtstab denn bitte auch wieder mitnehmen? Das ist weit weg, doch sobald ich die Simons gefunden habe, sollte ich... Ja, nee, ist klar, aber... Da komme ich noch nicht hin. Dann haben wir hier ja auch alles erledigt, ne?
Eine Sprühdose, eine Linse. Ich gehe mal eben zu unserem Kollegen zurück in die Katakomben. Und da müssen wir dann nämlich noch mal kurz was lösen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir mit unserem Kollegen hier quatschen, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!